Hallo Reisefreunde, es wird wieder Zeit rauszukommen und die Nachbarn zu besuchen. Dazu reicht uns ein langes Wochenende oder auch ein kurzes und es muss nicht unbedingt der Jahresurlaub sein. Liebe Reise- und Campingfreunde, ich bin der Hanjörg vom YouTube-Kanal Reisefreunde. Wir machen uns auf den Weg nach Winterswijk in Achterhoek. Eine wunderschöne Gegend, gleich um die Ecke von NRW. Hier gibt es viele schöne Campingplätze und natürlich hofft man auf schönes Wetter, aber manchmal wird man vom Regen überrascht und dann hat man mal das Nasse im Vorzelt. Es läuft. Ein Landschaftsschutzgebiet mit ganz vielen Zeltplätzen, Pensionen und anderen Unterkünften, sodass man hier also ganz hervorragend auch mal einen Ausflug machen kann. Eine alte Stadt, die sehr oft besucht wird. Die Reisenden aus NRW lieben dieses kleine Örtchen. Hier kann man hervorragend einkaufen und hervorragend sitzen und einfach nichts tun und ein Käffchen trinken oder ein Eis essen. Und man kann natürlich in dieser wunderschönen Gegend auch wandern. Und dazu wollen wir euch auch einladen. Es gibt zwei Märkte hier in Winterswijk, zwei Wochenmärkte, nämlich mittwochs und samstags mit unterschiedlichem Sortiment. Der Maler Mondrian hat hier gewohnt und dem ist auch alles gewidmet. Papierkörbe und selbst solche Kühe sind immer recht bunt angemalt. Es ist eben auch nicht nur Trubel, wenn man hier mal vom Weg abgeht, dann kann man sich die alten Häuser hier anschauen und kann dann anschließend wieder in einer Eisdiele ein bisschen was naschen. Es ist eben einfach wichtig, aus dem Moostopf zu kommen und mal die Nachbarn zu besuchen. Ob das nur in den Niederlanden ist oder in Polen oder Frankreich. Eure Nachbarn freuen sich auf euren Besuch. Und wenn ihr auf Märkten seid, dann lacht das Herz. Und ihr seht hier schon die nächsten Abenteuer auf euch warten. Ich wünsche euch schöne Ferien und schöne Zeiten in dieser neuen Saison.